Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und einen Daumen hoch hilft jedem kleinen Kanal im YouTube-Algorithmus. Batilda kehrt schon wieder hinter mir. Naja, sie macht schon wieder sauber, der Kleine liegt noch da. Ich habe gestern Abend noch oder in der, ja, vergangenen Tag noch die zweite Näherei umgebaut in die Stufe 3. Noch fertig gebaut. Habe begonnen, die Peune umzubauen. Hier müssen ja lediglich noch die Steine reinräumen. Da habe ich auch schon, wo habe ich sie hin? Hier. 56 Steine habe ich schon mal besorgt. Das Dach ist schon gedeckt. Mal sehen, was wir noch brauchen. Na, ganz nicht gleich. Ganz nicht. Nur eine Wand brauchen wir. Schade, die kleben wieder rum. Noch 8 Stück. Alles klar, die werden wir noch dann locker finden. So, und jetzt suchen wir uns noch die restlichen Steine. Die werden wir doch schon gleich finden. Denke ich mal hier im Wald. Noch 8 Stück. Ach, hier liegen sie doch schon rum. Anstatt auf die Alt-Taste zu drücken, komme ich immer auf die Pausentaste, auf die Shift-Taste. So, komm, nimm den Stein. Du kannst doch gleich mal Steine mehr suchen. So, ich glaube, wir müssen jetzt uns sputen, damit wir die wieder fertig haben. Nicht, dass die ihren Arbeit vernachlässigen, denn es muss ja auch im Frühling gesät werden. Gut, das reicht jetzt erstmal, denke ich mir. Die zwei nehmen wir noch mit und dann ist gut. Jetzt zuvor und die Scheune fertig gebaut. Die Namen habe ich mir gleich mal notiert, damit ich auch die richtigen Leute wieder reinsetze. Denn die Felder sind ja hier zu bestellen. So, jetzt müssen wir es schaffen. Fertiggestellt, so, alles klar. Schauen wir gleich mal halt hier in unsere Scheune wieder rein. Wir gehen noch zu Landwirtschaft. Scheune 3, F. Leeren Slot zuweisen. Da hatten wir die Alice. Scheunenknecht. Dann hatten wir den Ansgar. Der war auch Scheunenknecht. Dann hatten wir die Lamberda. Da, F, die war Landwirt. Dann hatten wir den Norman. Norman, hier ist er, aber auch Landwirt.
Gotthard und die Leopolda. Gotthard als Landwirt und die Leopolda. Dann schauen wir mal, wen wir noch einsetzen. Leopolda, F, die war auch Landwirt. Jetzt haben wir noch zwei, die wir zuweisen können. Und da nehmen wir den Bethgost als Landwirt und noch eine Frau, wenn es geht. Die Edburger, die ist schwanger, die können wir nicht nehmen. Und dann nehmen wir nicht noch die Casimira als Scheunenknecht. So, jetzt haben wir hier, genau, jetzt haben wir insgesamt 10 Landwirte und 6 Scheunenknechte in unserer Landwirtschaft. Ja, damit müssten wir doch eigentlich ganz gut auskommen. So, jetzt wollte ich noch... aufrüsten, die haben wir doch gemacht, die Schmiede ist aufgerüstet, ist ja alles da. Jetzt gucken wir unsere Gebäude an. Gewinnung, da können wir nichts weiter aufrüsten, Grabungsschuppen geht nicht. Holzschuppen geht auch noch nicht. Wie weit ist denn das überhaupt, dass man Holzschuppen dreimal, oder gibt es überhaupt einen Holzschuppen 3? Gebäude. Müssen wir uns nochmal orientieren hier. Das sind unsere Häuser, das ist die Gewinnung. Nein, ein Holzschuppen 3 gibt es nicht. Also eigentlich sind wir in der Gewinnung sind wir durch. Da gibt es nichts weiter aufzubessern. In der Jagd. Wir können noch die Fischerhütte 2 bauen. Der 1 haben wir ja stehen. Die Jagdhütte 2 haben wir auch schon stehen. Die Fischerhütte 2 können wir noch bauen. So, in der Landwirtschaft. Die Scheunen haben wir durch. Hier an den Feldern können wir nichts machen. Tierhaltung. Gut, da können wir noch... in Bienenstock könnten wir eigentlich schon mal bauen. Da brauchen wir 5-mal Rundholz. Alles klar, das werden wir auch machen. Und zwar bauen wir den Bienenstock hier hinten bei unserem, was ja eigentlich logisch ist, an, halt, Holzer können wir hier vorne holen, an unsere Plantage, dass sie die, von der Logik her, dass sie die Obstbäume befruchten, bestäuben. So, da brauchen wir 5 Rundhölzer. Holzstämme haben wir gerade wieder 5. F, E, F, alles klar, die nehmen wir alle mit. Und da können wir ja auch wieder eine Arbeitskraft reinsetzen. Seht ihr hier? Hier sind Bienen, hier sind Bäume. Da hinten sind die vielen Bäume. Also setzen wir doch den Bienenstock hierher. Und wenn er hierher passt, dann machen wir erstmal die Stöckchen weg. Müsste eigentlich hierher passen. Hier räumen wir erstmal auf. Ja. Denn so groß ist er ja wohl nicht. Wir werden sehen jetzt. So. Also Kuh, Gebäude, Land, nee, nicht Landwirtschaft. Hier war Tierhaltung. Den Bienenstock. Ein Stück rüber. Die Kinder. Ja, ja.
Ja, bitte, passt doch hier her. Wieder ein Stück rüber. So, und jetzt brauchen wir Stroh, Holzstämme und Bretter. Alles klar, holen wir uns. Wie viel nehmen wir denn mit Holzstämme? Sechse. Mal 20 hier rein. Bretter brauchen wir. Mehr als 10 werden wir nicht brauchen. Und Stroh. Dürfte man eigentlich auch genügend haben. Oh, so viel Stroh haben wir gar nicht mehr. 347 mal Stroh haben wir. Hm, die verbrauchen das alles für die Zierfutter. Wir müssen auch aufpassen wegen unseren Roggen haben wir noch, also Roggen, alles klar. Den könnt ihr jetzt auch in der Scheune machen. Das Roggenkorn zusammenkommt, genau, müssen wir auch machen. So, jetzt bauen wir das Ding mal auf. Und dann werden wir mal was essen und trinken. Fertig. Naja, können wir doch jemanden einsetzen. Alles klar, das schaffen wir aus dem Flugzeug weg. Ich glaube, wir müssen uns dann auch mal wieder um unser Essen kümmern, damit der Nachschub kommt. Das werden die immer noch nicht so richtig packen. So, die Bretter kommen raus, FEF. So, was kommt noch raus? Die Holzstämme und na, die Speisemorgen, die Steine und die Stöcke und das Stroh. So, jetzt brauchen wir etwas zu essen. Ich verstehe bloß eins nicht, vor uns hat man 9, noch was Kilo Eigengewicht. Wir haben eigentlich nichts anderes dabei. Und jetzt haben wir auf einmal 10,86. Verstehe ich nicht so richtig. Eisenbolzen hat sich nichts. Ach, der Hammer hat noch alles durch. Gut. Den Hammer haben wir ja noch einstecken. Stimmt. Das Ding wiegt ja auch 2 Kilo. Ach, wir haben ja auch verdorbenes hier drin. Alles klar, müssen wir auch reinbringen. Hier liegt der verdorbenes 1800 mal, 207 mal und noch. Komm, das schaffst du auch noch. So, hier rein damit. 2325 mal verdorbenes, alles klar. So. Was haben wir denn drin zu essen? Wir haben Fischfilet drin, wir haben 56 Eimer mit Wasser, alles klar. Fliegenpilz, aber wir haben Fleisch, Kohl, gebratenes Fleisch, Fischfilet. Ich werde erstmal hier das Fischfilet braten. Und dann werde ich
ein paar Suppen kochen. Braten wir erstmal fix die 141 mal Fischfilet, so auf die Schnelle. Alles doch, haben wir erledigt. Was? Wir braten das Fischfilet, genau, 141 mal. Und davon kann ich doch gleich mal was essen. 11 Mal, gut, und dann gehe ich runter und trinke etwas. Irgendwie haut das wirklich nicht, ich muss das nochmal mit dem Auflevel nicht so richtig hin, muss ich wirklich sagen. F-E-F. Gucken wir nochmal uns das in der Küche an. Ich habe es schon mal angesprochen, aber so richtig. Das müsste Produktion sein. Küche. Küche 2, das müsste die neueste sein. Die alte Küche haben die zusammen eine 10, eine 10. Die haben eine 20. In der Produktion haben die eine 20. Und die hier eine 3, eine 6 haben die zusammen. Da hat sich noch gar nichts getan. Ich werde wohl doch wieder, was? Noch ein paar Kohlsuppe kochen müssen. Es soll nichts weiter übrig bleiben. Alter, was ist hier drüben? Schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier noch drin? Möhren haben wir keine mehr, oder? Ne, wir haben nur noch Kohl. 148 mal Kohl. Rote-Bete-Suppen könnte ich kochen. Die werde ich mal mitnehmen. F-E-F. Und da muss ich auch erstmal gucken, habe ich die überhaupt schon freigeschaltet? Schauen wir mal in die Technologie. In die Küche. Rote-Bete-Suppe, die ist noch nicht freigeschaltet. Alles klar. Wir haben jetzt mal alles freischalten. Rote-Bete-Suppe schalten wir frei. Roggenbrei, Haferbrei, Fleisch mit Soße, Pilzsuppe und Quark. Gut. Die rote Beete-Suppe. Wie viel brauchen wir da? 3 rote Beete und 4 mal Fleisch. Ist klar. Gut. 3 rote Beete und 4 mal das Fleisch. Was haben wir denn an rote Beete eingesteckt? 196. Das sind 70, 60, 65, oder? 3 mal 6 ist 18. Wir haben 180. Und dann nochmal 5 sind 15, sind 195, genau. Also 65 rote Beete brauchen wir, 230, 260 mal Fleisch. Mal gucken, ob wir so viel drin haben. 344, hoffentlich können wir das tragen. F. Bestätigen. Es geht immer noch. Jetzt trinken wir aber erstmal was fix. Und da brauchen wir auf 65 Schälchen brauchen wir. Gut, jetzt holen wir uns hier noch 65 Schälchen. Und dann geht es ans große Kochen. Das haut nämlich noch nicht so richtig hin mit der ganzen Kocherei hier. So, Schälchen. Was haben wir denn wieder an angefangenen Schälchen? Es geht eigentlich. Eine haben wir. Die anderen sind alle
Perfekt. F, die nehmen wir. Und jetzt brauchen wir noch 64 von 10. F. Die müssten dann mal wohl wieder welche anfertigen. Wir müssen im Prinzip unsere Produktion grundauf überholen und aktualisieren. Vor allem unsere Schmiede müssen wir, damit die möglichst Eisenwerkzeug machen. Der kleine Ansgar hat sich gestreckt. Das ist wohl müde. Kessel, Suppen. Hier oben haben wir rote Beete. REF. Machen wir mal die 65 rote Beete Suppen. Versorgen wir mal unsere Bevölkerung. Fisch haben wir gebraten, wir haben Suppen gekocht. Wir sind doch die blanken Wohltäter. So, jetzt die Suppen hier rein, rote Beete. Habe ich noch eine übrig. Die kommt hier rein und rote Beete Suppen. Na bitte, nun haben wir aber ordentlich was hier reingetan. So, jetzt gehen wir. Wie spät haben wir es denn? 13:14 Uhr. Jetzt holen wir uns Leder, machen uns ein paar Säckchen und gehen Steuern bezahlen. Leder. Wo haben wir unter Leder? 1414 Mal. F Nummer 300, 360, ja? 360, 390. Hier noch 20 Mal. Gut geklickt. Bestätigen. Alles klar. Nicht eh. Jetzt basteln wir uns REF 140 Section. Das ruckt im Portemonnaie, wenn wir jetzt die Steuern bezahlen. So, alles klar. Wir bewaffnen uns. Wir tun den Hammer tun wir mal hier rein. Den Eisenhammer tun wir raus. Alles klar. Wir waffnen uns mit unseren zu essen. Brauchen wir was zu essen? Ja, wir nehmen uns noch was mit. Zwei rote Beete Suppen nehmen wir mit. Sind so rote Beete Suppen. Einen haben sie schon gefuttert, seht ihr's? F. Drei Stück. Wir machen unseren Schlauch voll und marschieren runter nach Gastonia. Den Trinkschlauch legen wir uns mal geschwind auf die 7. Den Schlauch. So, und jetzt trinken wir noch Wasser. Perfekt. So. Und jetzt Obacht geben durch den Wald, dass uns da keine Banditen überfallen. Wir haben immerhin viele Ware dabei, wertvolle Ware und viel Geld. So, die nächsten Tage werden wir hier hinten Palisaden bauen, werden auch freischalten müssen. Und auch mal sehen, noch ein paar Felder anlegen. Mal sehen, was das so noch ansteht. Haben wir überhaupt eine Axt dabei? Wir haben keine Axt dabei. Da. Hoffentlich
Gibt's wirklich keine Banditen hier? Wir werden den mal versuchen, aus dem Weg zu gehen. Falls hier vorne welche rumlungern, wo wir sie schon öfters hatten. Der dicke, fette Dachs ist auch schon wieder unterwegs. Wir sind hier am Wasserfall, also. Keine Nahkampfwaffe dabei, ist nicht gut. Hier sind auch keine. Wenn sie bloß noch da vorne sich irgendwo rumtreiben. Die werden ja auch geschickt umgehen. Können wir auf dem Rückweg machen. Da kann man ja lang gucken. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier welche sind. Oder? Nee. Mal beobachten. Nee, da rührt sich nichts. Hier scheint sich auch nichts zu rühren. Alles klar. Gut. Laufen wir nach Gostovia. Wir sehen uns gleich in Gostovia wieder, mein Freund. So, meine Freunde, wir sind jetzt in Gostovia. Werden wir erstmal unsere Ware verkaufen. Und hier sitzen noch die jungen Leute rum. Der Dobrovit. Ob wir hier noch was holen können. Ich bin dabei, eine neue Siedlung. 32.000 Reputation brauchen wir jetzt. See you soon. Das ist dann gleich der Fluch der kleinen Kinder. Können wir keine anderen mehr holen. Da fehlt uns die Reputation. Wie viel haben wir denn eigentlich Reputation? Wir haben, da gucken wir in der Verwaltung. Das ist sehr viel fehlt gar nicht. Knapp 200. 31.813. So, wir verkaufen der Jungen. Ja, bist du? Das Dumme, ja, das ist schon der, da wartet schon auf die Steuern. Rosalinda, zeig mir deine Ware. Ja, ja, du hast schon recht. So, ich habe hier einfache Section. Was soll ich ein anderes mitbringen? Einfache Section. Und was habe ich noch? Was kann ich dir noch verkaufen? Nix mal. Mehr habe ich nicht. Du hast noch 15 Geld, alles klar. Goodbye. Jetzt wollen wir erstmal unsere Steuern bezahlen hier beim Kollegen Stürmier. Ja, bitteschön, das soll reichen. Wunderbar. Ja, ja, du bist schon wie Unigost. Da ist schon wie Unigost, alles klar. So, jetzt suchen wir die anderen Händler. Edwin ist in der Scheune. Der braucht bestimmt auch Leute. Edwin zeigt mir deine Ware. Whatever you need, I've got it. Ja, ja, alles klar, hast recht. F-E-F. Gut, alles klar, hab immer noch 52 Section. See you soon. Ja, ja. So, dann haben wir die Kollegin hier oben, die hier kocht. Hail, friend. Adelina. Zeig mir deine Ware. Best goods in the valley. Ach, best goods in the valley. F, E, F. Ich habe immer noch 24 Section. Ah, was kann ich denn dir noch verkaufen? Auch nichts weiter. Wisst ihr was? Die Steinpfeile. F, E, F. Die kann ich doch euch auch welche verkaufen. Ich schieße doch sowieso meistens. Goodbye. Und tschüss. Und jetzt haben wir noch den Zobimir. Hallo, mein Freund Zobimir. My wares never disappoint. 1400, ja, ja. F, E, F, alles klar. Und jetzt verkaufe ich dir auch noch Steinpfeile.
immer noch 257. Na ja gut, mehr kann ich aber nicht verkaufen. Meine Eisenbolzen und Eisenpfeile, die brauche ich alles selber. Alles klar. Lebe wohl, mein Freund. Ja, du auch. Was haben wir denn jetzt eingebüßt durch die Steuer? Schauen wir doch mal. Naja, wir haben gehabt 34.602. Das sind 4.602 und wir haben 29.950. Naja, 5.010. 5.100. Ja, etwa. Das sind, 450. Doch, ja, 5.000 haben wir etwa eingebüßt. Naja, das geht. Haben wir gut Ware mitgenommen. Wir hätten noch mehr mitnehmen können. Aber wir wollen es ja nun nicht übertreiben. So, das hätten wir jetzt mal schon wieder erledigt. Die Steuern sind bezahlt. Neue Leute können wir keine holen. Wir können höchstens noch mal bei uns schauen, noch ein paar Quests machen. Und naja, dann mal sehen. So größere Aufgaben gibt es ja nicht mehr. Außer wenn der Herold noch mal aufschlägt hier im Tal. Dass wir da noch mal eine größere Punktzahl für die Reputation erarbeiten. Ansonsten können wir jetzt nur durch Kleinkram können wir uns jetzt hier noch die Reputation erarbeiten. Wir werden uns auf alle Fälle mal noch in den nächsten Monaten, also vielleicht in Jahrzehnten oder irgendwann, werden wir noch ein Haus bauen. Wenn wir mit der denn je mehr Kinder geboren werden, oder wir müssen es so schnell wie möglich machen. Quests machen, dass wir die knapp 200 Punkte zusammenkriegen, um nach und nach noch das nächste Haus fertig zu machen. Denn wenn wieder Kinder geboren werden, geht es ja mit den Reputationspunkten wieder nach oben. Alles klar, meine Freunde. Wir haben jetzt schon so, 35 Minuten wieder um. Wir laufen sowieso bloß noch nach Hause. Es ist 17.44 Uhr, viel passiert und nichts mehr. Banditen sind offensichtlich keine unterwegs, also wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer hier wieder. Ich sag dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Abenteuer.